Und schon wieder müssen wir eine Kontrolle durchführen an die ganzen Personen, die hier anreisen. Aber hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Freunde, abonniert diesen Kanal und aktiviert rechts daneben die Glocke. Und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert, was hier ist. Dann habt ihr die Chance, ins nächste Video eingeblendet zu werden. Genauso wie die anderen. Und schaut das Video auch unbedingt bis zum Ende. Denn dieses Video wird sehr, sehr cool. Und ihr seht hier, vor der U-Bahn haben wir hier so eine kleine Quarantänebox und wieder so ein Detektor und mich. Also ich muss die ganzen Leute kontrollieren auf Coronavirus, Leute. Also langsam geht es ja richtig ab mit dem Virus und deswegen müssen wir hier ein paar Maßnahmen ergreifen. Und ich habe hier eine Checkliste. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Also die Corona-Kontrolle. Ich muss die ganzen Personen an Vorerkrankungen erfragen und fragen, ob die husten, ob die Schüttelfrost haben und Übelkeit haben. Und ja, die Personen, die das haben, also so Anzeichen auf das Virus haben, müssen auf jeden Fall hier rein. Und da werden die dann abgeholt vom Arzt und werden dann verarztet. Aber so, wenn ich auf die Uhr gucke, ich glaube, der erste Zug sollte jetzt schon angekommen sein. Mal gucken, ob... Oh nee, schon wieder. Werde ich hier schon wieder von dir kontrolliert, Lami? Oh Mann, was ist es diesmal? Ich habe keine Waffen dabei, ja? Keine Waffenkontrolle. Das ist eine Coronavirus-Kontrolle. Ich muss dich einfach mal testen, ob du, ja, ein paar Anzeichen oder Symptome dafür hast. Also, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ist ja, auch gut für deine Gesundheit. Keine Sorge, ich bin nicht krank oder so. Wirklich, ich bin eine alte Oma, aber ich bin top gesund und Fitness und so. Ja, ja, ich mach Sport und so. Okay, dann stell mir mal die ersten Fragen. Gut, also, warst du mal in der letzten Zeit krank oder so? Also, hattest du eine Vorerkrankung? Das Einzige, was mich wirklich krank macht, ist die Schule. Also du, Lix und Lami und Emily, ihr schwänzt immer die Schule und das macht mich wirklich im Kopf krank. Oh Mann, das ist das Einzige aber auch. Ja, tut mir leid. Wir machen einfach weiter. Husten. Musstest du in der letzten Zeit husten oder so? Nö. Okay, das ging schnell. Schüttelfrost. Also, war dir mal so kalt oder hast du gefroren, obwohl die gar nicht kalt war? Nö. Okay, ja. Und war dir mal übel? Wie gesagt, mir ist nur übel von dir, Lix und Emily in der Schule. Oh Mann, nichts weiteres. Jetzt hast du hier durch. Ich muss in die Schule arbeiten. Ja, okay, dann gehen wir hier noch durch. Ja, ist alles in Ordnung. Perfekt, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, Lami, und das nächste Mal gibt's nur Hälfte nachsitzen, weil du heute echt nett warst. Okay, danke. Okay, so, ich würde sagen, der erste Gast hat auf jeden Fall zum Glück kein Corona, also keine Krankheit oder so. Aber ich glaube, die nächste Person sollte auch schon kommen und... Oh. nicht schon wieder der alte betrunkene Mann, schon wieder? Guten Tag, warte mal, wie ist eigentlich dein Name? Du denn hier? Warte mal, wie ist dein Name? Oh, der ist schon wieder betrunken, oder? Heinz? Heinz? Okay, Heinz. Wie ich sehe, dir geht's gut, oder? Ja, natürlich. Und wie geht's dir? Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ich muss eine Kontrolle machen, aber ich glaube... Leute, denkt ihr, der ist krank oder einfach nur betrunken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also, Herr Heinz, ich mach mal eine Kontrolle. Also, warst du in der letzten Zeit krank oder so? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, und hattest du vielleicht Husten oder so? Musst du vielleicht oft husten? Kann das sein? Husten? Nein. Nein? Ja, das freut mich, ja. Und, musst du mal so zittern oder so? Frierst du, obwohl dir gar nicht kalt ist? Husten. Ja, husten. Husten? Okay. Husten, ja. Ich hab's vergessen. Ist sie vielleicht noch... Warum? Ist sie vielleicht noch übel? Manchmal, aber weiß nicht warum. Leute, was sagt ihr? Denkt ihr, das sind Anzeichen auf das Virus? Oder ist er einfach noch zu betrunken und
ihm ist schlecht und er hustet davon. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, so was steht hier. Personen, die Anzeichen auf das Virus haben, müssen in die Quarantäne. Also der hat auf jeden Fall zwei Anzeichen. Auf jeden Fall Husten und Übelkeit. So, Heinz, dann würde ich sagen, folg mir mal. Du wirst hier gleich abgeholt, auch wenn du vielleicht das Virus hast. Trotzdem musst du ins Krankenhaus, ja? Krankenhaus? Sicher ist sicher. Jetzt geh mal da rein. So. Da lang. Bitte. Ja, die kannst du nicht mitnehmen. Die will ich nicht anfassen. Nein. Oh, Mann. So, und weg mit dir. Oh Mann, die werfe ich am besten hier direkt in den Mülleimer. So, und wir warten auf die nächste Person. Huh, aber zum Glück war jetzt noch niemand richtig Krankes hier. Lex! Was geht denn jetzt schon hier wieder ab? Eine weitere Kontrolle. Keine Waffenkontrolle, nö. Keine Sorge. Oh. Es ist nur zu deinem Guten. Also, ich mache eine Viruskontrolle. Aber warum hast du eine Pistole? Ja, falls hier irgendjemand Krankes rumläuft. Ah, okay. Muss ich mich ja irgendwie schützen, falls er mich anstecken will. Ich weiß es ja nicht. So, auf jeden Fall. So, Lix, warst du in der letzten Zeit krank? Nee, eigentlich habe ich mich in der letzten Zeit super gefühlt. Finde ich gut, okay. Und, hattest du Husten oder Schüttelfrost oder Übelkeit? Übelkeit nur letztens von diesem Burger, den ich gegessen hatte, aber den Rest ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist eindeutig. Ich glaube, du kannst mal hier durchgehen und... Und, bin ich gesund? Glaube schon, das ist perfekt, Lix. Oh, super zu hören, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber trotzdem... Du musst dich ein bisschen besser schützen. Also du darfst jetzt nicht einfach hier rumlaufen und so in andere Städte reisen. Und wenn du jetzt nach Hause gehst, dann wäschst du dir sofort die Hände, ja? Oh, okay, das mache ich, Lami. Keine Sorge. Perfekt, desinfizieren auch nicht vergessen. Mache ich, dann bis später. Ciao. So, das war ja mal wieder sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den nächsten, okay? Aber... Ich bin so stark. Hallo? Hallo? Was ist das hier? Ich wollte hier nur trainieren in dieser Stadt. Ich mache eine Reise mit meiner Hantel, indem ich einfach die ganze Zeit durch die ganze Welt trainiere. Hey, du hustest ja. Warte mal. Ich mache eine Coronavirus-Kontrolle und ich muss dich jetzt kontrollieren, ja? Ja, das kannst du machen, aber meine Hantel gebe ich nicht ab, ja? Ich trainiere bis zum Ende. Ja, das kannst du ja gerne machen. Auf jeden Fall, warst du vielleicht in der letzten Zeit krank oder so? Ich bin nur krank nach dem Fitnessstudio. Ich bin süchtig, ich möchte nur trainieren, um meine Muskeln größer zu machen. Ja, aber... Trotzdem, Leute, das hört sich sehr, sehr verdächtig an, wegen dem Husten. Okay, also Husten, das ist auf jeden Fall da. Hattest du vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen Schüttelfrost oder so? Schüttelfrost, ich weiß gar nicht, was das ist. Oh Mann, warum ist mir wieder so kalt, ey? Hier ist es doch warm. Das ist auch sehr, sehr verdächtig. Das ist Schüttelfrost, wenn dir... kalt ist, obwohl es gar nicht kalt ist. Naja, okay, die letzte Frage. Ist dir vielleicht übel? Mir und übel? Oh Mann, was passiert denn jetzt mit mir? Oh, ich habe keine Kraft mehr, diese Hantel hier hochzuheben, obwohl es gar nicht so schwer ist. Okay, das reicht. Du musst in die Quarantäne. Los, du wirst abgeholt und verarztet. Es könnte sein, dass du das Virus hast und es ist sehr, sehr verdächtig, ja? Okay, dann... oh Mann, ich habe gar keine Lust auf das Ganze hier. Okay, das heißt, er wird abgeholt und getestet und verarztet, Freunde. Lasst auf jeden Fall bis hier einen Daumen nach oben. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt doch in die Kommentare Hashtag LamiArmy. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt warten wir einfach auf den letzten Gast, wenn überhaupt noch jemand da ist. Ich glaube... Emily? Was machst du denn hier schon wieder, Lami? Wo warst du? Ich war gerade ein bisschen in der großen Stadt. Warum? Was hast du hier wieder vor? Was?
Was machst du in der großen Stadt? Du weißt doch, du musst dich schützen und darfst jetzt nicht in die Großstadt gehen, wo viele Menschen sind. Ich wollte nur Klopapier kaufen, weil das hier ist ausverkauft. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Klopapier, wir haben auch gar nichts mehr zu Hause. Aber ich empfehle dir dann am besten, du bestellst was hier im Internet. Also das ist auf jeden Fall sicherer, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. So, aber trotzdem, ich muss dich jetzt kontrollieren. Warst du in der letzten Zeit krank? Krank eigentlich nicht, nein. Okay. Hattest du Husten in der letzten Zeit? Husten? Ja, letztens, als ich mich an dieser Kirsche verschluckt habe, da kam der Kern so lustig rausgeploppt. Okay, interessant. Naja, das ist nicht das Husten, wonach wir suchen, Freunde. Und hattest du Schüttelfrost? Schüttelfrost auf keinen Fall, mir ist immer warm. Okay, du bist ja auch so heiß. Oh Mann, Übelkeit, war dir in letzter Zeit übel? Nee, übel okay. Nicht. Das freut mich, Freunde. Also nur zwei Leute mussten in diese Quarantänebox. Du kannst auch mal hier durchgehen. So, piep, ja. Piep, 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 piep. Ach Quatsch, Lami, ich hab dich nur veräppelt. Das weiß ich doch. Diese Maschine macht nicht solche komischen Geräusche. Naja, ich würde sagen, du kannst ja nach Hause gehen. Und wenn du zu Hause bist, wäschst du dir die Hände und desinfizierst sie auch. Tschüss. Okay, tschüss. Freunde, falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal und aktiviert auch rechts daneben die Glocke. Und Freunde, nicht vergessen, immer die Hände waschen und schützt euch am besten auch, indem ihr nicht so viele Menschenmassen geht oder so. Das ist ganz, ganz wichtig gerade. Und ja, schaut auch unbedingt bei meinem besten Freund Lix vorbei. Da haben wir auch sehr, sehr coole Minecraft- und Roblox-Videos gemacht. Und checkt auch unseren Instagram-Account ab. Einfach in der Beschreibung die Links abchecken und folgen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen bei dem Video ein und tschüss!